So, da sind wir wieder in einem neuen Part und nun machen wir, oh, wie schon richtig erahnt, im letzten Part meinten wir, oder meinte ich zumindest, dass die Falltür wahrscheinlich da hinten zugehen würde und wir dann weiterarbeiten können. Was ich jetzt nicht erwartet habe, ist, dass hier die Steine runterkommen. Ja, ist ja nicht so schlimm. Dann springen wir jetzt hier einfach mal kurz durch und warten, dass wir nicht getroffen werden. Ich will hier noch nicht rein. Nein, nein, auf keinen Fall. Ich würde eigentlich gerne nochmal erfahren. Ich weiß nicht, aber ob das möglich ist. Ich glaube, das ist gar nicht möglich. Ob man da hinten noch irgendwas machen kann. Hallo? Nee, okay, dadurch kommst du auf keinen Fall. Das ist schon mal safe. Was ich ja eh mal kurz mache, ist hier durch. Nee, was ich mache, ich bringe mich nochmal um. Und ich gehe nochmal gucken, was da hinten abgeht. Also, ich gehe diesen Weg hier. So, hau mal bitte ab. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass da auch alles mit rechten Dingen zugeht. Wie ging das denn nochmal hier? Ach so. Kommst du her, bitte? Das könnte echt schwer werden. Ich möchte eigentlich... nee, warte, Momentchen mal. Ich kann ja hier ein bisschen hoch... Nee, ich kann da zwischenzeitlich nicht runter. Ah! Lol. Nein! Nein, nein. Alter. Ei. Hui. Ich will doch da nur hinten hin und zwar heile. Jetzt habe ich so weit, so viel Weg schon zurückgelegt. Jetzt will ich das auch gerne nochmal bitte schaffen. So, ist das Ding zumindest aktiviert. Jetzt kann ich auch sterben. Und der Speicherpunkt ist immer noch da. Was ich nur machen möchte ist... Genau, hier nehme ich hin. Damit ich hier mal schauen kann, was hier abgeht. Nicht, dass hier sich irgendwas in Richtung geheimer Gang befindet, ne? Und ich dann hier noch ein paar Mudokons vergesse. Da gehe ich lieber nochmal diesen Weg zurück und habe diese doppelten Speicherstände. Also ich gehe fast davon aus, dass der wieder hier nur zu einer Sackgasse führt quasi. Aber das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Hier geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Aber vielleicht ist das hier auch einfach nur da, die Lösung aus der Ferne beispielsweise, dass ich von hier einfach nur sehe, wie es weitergeht, ne? Also wie der Weg ist, damit ich mich da quasi drauf vorbereiten kann. Und sagen kann, so und so läuft das. Ja. Dafür ist das da, alles klar. Ja, dann... Ist das einfach nur da, um zu sehen, was mich erwartet? Ist ja easy. So, ich habe gerade ein kleines Stückchen genommen, darum musste ich eine kleine Pause machen. Wie gewohnt habe ich eine kleine Energy-Dose bei mir hier vorm PC stehen. Ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass sie mir die Sicht raubt, weil sie dummerweise vor meinem Bildschirm steht, zumindest am unteren Rand. Und da wird man dann manchmal echt ein wenig behindert, wenn dann das so ein Schild verdeckt oder sowas und du gar nicht weißt, was das gerade soll, was da drauf steht. Ist das jetzt ein Abgrund oder ist das kein Abgrund? Hm, man weiß es nicht. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, ich musste die echt erst wegstellen. Aber war jetzt auch nicht so dramatisch. Ich hatte da zu diesem Zeitpunkt eine Hand frei. So, keine Ahnung, wo ich jetzt hier hingesprungen bin. Hä? Warte mal. Laden. Also das Laden mache ich manchmal echt nur, weil... Halsmaul. Weil es etwas schneller geht. Bis ich wieder respawne. Aber wahrscheinlich muss ich jetzt hier irgendwie runter.
Hä? Was will der von mir? Mann, jetzt langsam wird's richtig beschissen. Ist hier irgendein Schalter? Lol. Wie zum Teufel ist das hier gedacht? Na, hier sterbe ich doch wieder. Hä? Was zum Teufel soll das hier? Die verarschen mich doch. Bin ich, ich bin ein wenig verwirrt, muss ich sagen. Ach so, lol. Das war ja easy. Ich speichere nochmal eben kurz. Ich will gucken, was, wo das hier hinführt. Nirgends. Hä, das kann doch nicht sein. Dass das nirgends hinführt? Na, da sterbe ich aber. Ja, ich denke mal, da ist jetzt auch nichts großartiges Geheimnis mehr. I expected to rest. Then Big Face revealed the intent of my quest. The two scars together on the back of each hand could shut down Rupture Farms. And restore the lost land. Okay. Also wie schon vor einiger Zeit im Let's Play vermutet, war es ja so, dass ich gedacht habe, dass wenn ich diese beiden Tempel besucht hätte, dass ich dann irgendeine Macht erhalten würde. Die habe ich jetzt anscheinend erhalten. Wasser bringt Abe zurück aus dem Sand. Hä? Okay, jetzt bin ich hier. Auf jeden Fall habe ich jetzt irgendwie eine neue Macht wohl. Was steht da jetzt? Du wirst zurückkehren, glaube ich. Oh yeah, wir kehren zurück in die Rapture Farm. Ist das nicht cool? Aber wo geht's lang? Ja, wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Die Tür habe ich doch besucht, oder? Nö, anscheinend nicht. Get down. Wasser bringt mich zurück. Habe ich da, glaube ich, gerade gelesen irgendwo. Lol. So, was ist das für ein Quatsch hier nochmal? Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Gedicht wieder. Geboren, jene ungeschminkt. Ja. Haben wir schon gelesen. Vor einiger Zeit. Ach so, ach so, ach so. Hier geht's jetzt weiter. Momentchen mal, was kann ich denn jetzt mehr? Frage ich mich gerade. Hier werden meine Leben angezeigt. Ah, jetzt hier passiert gerade was. Okay. Jetzt kann ich hier nochmal hoch. Moment, mach ich doch. Ach so, ich gehe jetzt einfach raus. Was war da hinten los? Lol. With hand scars complete, the spirits took form. Chant had power. Rupture Farm should be warned. Ist das dumm? Okay, cool, dass wir hier nochmal landen. Wo sind wir? Hallo?
Wahrscheinlich können wir jetzt gleich rausgerannt. Hallo. Achso. Was soll das denn? Ich raff das nicht, was ich damit kann. Ich habe jetzt natürlich eine krassere Chance. Macht. Das ist mir klar. Ich traue dem hier noch nicht so wirklich. Ach, warte mal. Momentchen mal. Ja klar, ich habe jetzt die Bomben da weggemacht, das ist schon klar. Ja gut, ich springe jetzt hier einfach mal rein. Das sah jetzt so aus, als wäre das irgendwie alles in Ordnung gewesen. Ah, zurück zur Rapture Farm. Jetzt komme ich hier nochmal zurück. Lol. Ist ja echt interessant. Nee, das sieht aber auch nochmal anders aus. Also hier war ich noch nicht. Okay. Ja, ja, ich weiß, ich bin down. Ja, dann nochmal. Dann nochmal. Na. Ich weiß jetzt aber nicht, nach welchen Kriterien man jetzt diese neuen Schadenfähigkeiten hat. Oh, ich liebe ja diese Mine. Lol. First try. Easy. Aber warte mal. Lol, da war ein Hund. Ich musste mich gerade an der Nase kratzen. Wie fies ist das denn? Aber nicht so schlimm, ich habe ja gespeichert. Was ich sagen wollte, ist eigentlich folgendes. Ich will da oben mal schauen, was da los ist. Ah, da kommt man gar nicht durch, sehe ich gerade. Nee, da kommt man gar nicht durch. Warum ist denn das denn da? Lol? Einmal kurz einen Speicherpunkt, dann laufe ich da mal durch. Ja. War eigentlich klar, dass ich sterbe, aber ich wollte es nochmal testen. So. Das heißt für mich jetzt gleich Beine in der Hand nehmen und dann let's go. Ey, uncool. Ach so, hier kann ich vielleicht gleich auch mit dem Schalter das Stromzeug ausstellen. Das ist aus. Das heißt, es könnte sein, dass der andere auch aus ist. Könnte sein, ja, aber muss nicht. So, dann rennen wir mal. Nö, ist nicht aus. Lol. Ja, cool, dann ist wenigstens die Bombe jetzt hier weg. Der Hund ist aber noch da. Stimmt's? Ne, der Hund ist draufgegangen. Lol. Glaube ich. So, hier kann ich noch einen Stein mitnehmen. Vergiss deine Steine. Nicht. Ja, okay. Das mache ich auch nicht. Aber warum hole ich die Steine? Gibt's irgendwas? Ich glaube nicht. Ja, was soll's, würde ich sagen. Ja. Ist gar nicht so ganz schlimm gewesen hier. Ich speichere nochmal kurz.
Lol, das war auch gerade richtig der Zeitpunkt hier. Ich hätte ganz vergessen, dass hier die Bomben sind. Ja, was bringt denn das Stromzeug jetzt hier? Ich muss mal schauen, wie weit der Sprung hier reicht. Ich sehe gerade, die Zeit läuft schon wieder davon. Ja gut, das war's dann heute für diesen Part hier. Wir sehen uns dann im nächsten wieder und dann genau an dieser Stelle. Dann gucken wir mal, ob wir es zurückschaffen in die Rapture Farm. Bis dann!